Tobt da oben ein Unwetter? Ja, Volltreffer. Wirbelsturm Conny wirbelt durchs Haus. Mama, weißt du, wo Mau ist? Mau ist hier unten, mein Schatz. Warum? Mau, komm rauf zu mir. Sie weiß aber, dass sie nur 3 Tage unterwegs ist, oder? Mhm. Was? Oh. Oh. Das war's, Papa. Was zum Kuchen machst du denn da? Weißt du was? Wir verreisen jetzt. Conny, da ist ein Kater auf dem Kopf deines Papas und dein Papa ist nicht gerade begeistert. Oh. Auf der Kita-Reise fährst du nur für 3 Tage zu der schönen alten Burgmühle. Da genügt doch ein Koffer. In deinen Rucksack kommt ein Kuscheltier und was du für die Busfahrt brauchst. Mau ist doch mein Kuscheltier. Habe ich recht? Mau musst du hier lassen, Conny. Man darf keine Tiere mitnehmen. Was? Wieso denn nicht? Das hat mir niemand gesagt. Hast du gefragt? Oh. Seid ihr fertig? Wir müssen los. Seht ihr nicht? Er will mitkommen. Dann pack doch Teddy ein. Er will mit zur Burg. Oh, Mau. Du darfst nicht mit. Ich muss dich hier lassen. Ich werde dich total vermissen. Conny, wir warten schon. Ich komme. Ich habe mich nur von Mau verabschiedet. Jetzt wollen wir verreisen. La, 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 der Rucksack sieht aber schwer aus, Conny. Hä? Was? Soll ich ihn tragen? Ich schaff das schon. Oh, Mann. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie Mau in den Rucksack kam. Ehrlich, ich weiß es nicht. Na gut, junge Dame. Dann komm. Tschüss, Mau. Conny, komm schon und vergiss nicht, die Gartenpforte zuzumachen. Okay, Papa, ich komm ja schon. Ach, das wird sicher schön für die Kleinen. Conny! Hallo, Anna. Schon wieder die Letzte. Nein, wir müssen jetzt los. Hi. Und mach nicht so viel. Alles in Ordnung? Ja, alles ist toll. Ich kann es kaum erwarten, die Burg zu sehen. Dann gehen wir. Hast du da Teddy mitgenommen? Was denkst du denn? Oh, das ist sicher ein Abenteuer. Hör zu, Kinder. Wir haben wieder einen Praktikanten. Er wird uns die nächsten Wochen unterstützen und uns begleiten. Manche kennen ihn schon vom Probetag. Nun sagt alle Hallo zu Lennart. Hallo, Lennart. Hallo, liebe Kinder. Hä?
Oh. Ich freue mich auf den Kurztrip aufs Land, auch wenn ich ein eingefleischter Stadtjunge bin. Ich mach's schon. Schätze, alles eine Frage der Technik. Geht's los? Ja, der Bus fährt gleich ab. Viel Spaß. Sei lieb. Okay, Kinder, steigt bitte in den Bus. Wir fahren los. Verabschiedet euch bitte. Ja, komm einsteigen, es Anne. Los. Tschüss, Laura. Bis bald. Viel Spaß. Sitzt ihr alle, dann kann's losgehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, Schatz. Mach's tschüss. Und mach nicht so viel Quatsch. Wiedersehen. Das wird sicher cool. Bis bald, Mama. Tschüss, Mama. Sind ja nur 3 Tage. Bis bald. Lustig. Und genießt eure Ferien. Passt auf Mau auf. Und bis bald. Genießt die Zeit. Die allerbeste Zeit unseres Lebens. Conny, glaub mir, dein Mau wird schon ohne dich zurechtkommen. Mau? Nein, das ist doch völlig unmöglich. Hä? Das kann nicht wahr sein. Hör ich wirklich Mau? Mau! Alten Wassermühle, die zur Burg von Ritter Kuno gehört. Da haben die Bauern früher ihre Ernte hingebracht und Ritter Kuno hat sich ein Teil genommen. Dafür, dass er die Bauern beschützt. Aber Ritter Kuno war ein Raubritter. Raubritter beschützen doch keine Bauern. Habe ich recht? Wusstet ihr, dass es in der Burg spukt? Jede Nacht, genau Punkt Mitternacht, kommt Ritter Kuno raus aus seiner Gruft in rasselnder Rüstung. Spielt Mensch, ärgere dich nicht in seiner Burg. Und klaut alle Würstchen, die er finden kann. Nein, nein, nein. Er tut absolut gar nichts, denn Geister gibt es gar nicht. Wir werden alle ruhig schlafen, okay? Keiner von uns muss also vor irgendwas Angst haben. Dort gibt's sowas nachts nicht. An diesem dunklen, finsteren, alten, seltsamen Ort. Keine Geister, kein Grusel, keine Gespenster. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es Geister auf gar keinen Fall gibt. Sicher, Lennart. Und wer steht denn dann neben dir? Absolut niemand. Mal was Neues von dir, Simon. Simon, ich wusste, dass du es bist. Du kannst mich mit sowas nicht reinlegen.
Ein netter Versuch. Nur alle Schwachköpfe glauben an Geister. Oh, klar, du bist ja stark wie Superman. Okay, lass diesen Quatsch. Wir sind fast da. Und Lars, bitte hör auf, Würstchen zu essen. Es gibt etwas, wenn wir ankommen. Aber wer weiß, ob die auch Würstchen haben. Ich liebe Würstchen. Wahnsinn. Oh, das ist wunderschön. Ist das cool. Ja, ich glaube, ich träume. Oh. Mann. Ja, nicht übel. Ja. Hallo. Willkommen in der alten Mühle. Ich bin Frau Weingärtner. Ich bin eure Gastgeberin. Und das ist unser lieber Herr Polder, der immer froh ist, wenn er euch helfen kann. Ja, jederzeit. Und wenn ihr was braucht, dann schreit. Nein, wirklich. Ich höre ganz schlecht. Was? Hallo? Hallo? Was habt ihr gesagt? Also gut. Jetzt bringt eure Sachen aufs Zimmer und dann treffen wir uns zum Essen. Was gibt's denn? Tofu-Würstchen. Wir grillen sie über dem Feuer. Ja! Da. Wem gehört der grüne Koffer? Das ist meiner. Autsch! Mich hat was gekratzt. Lars, check das aus. Ich habe auch ein paar tolle Kratzer. Mau? Na, junge Dame, kann ich behilflich sein? Nein, Herr Polder, danke. Ich habe schon alles zusammen. Seht euch das an. Ich schlafe hier. Sieht aus wie in einem alten Bauernhaus. Vielleicht ist das ja der Ort, an dem der Geist von Ritter Kuno schläft. Jede Nacht. Oh, bitte, Lars, lass endlich diesen Quatsch. Okay, alles klar. Jetzt packt eure Sachen aus. Wir haben vor dem Abendessen noch Zeit. Ich glaub nicht, Hanne. Guck mal. Oh. Was gibt's denn da? Ich krieg richtig Hunger auf die Tofu-Würstchen. Lass uns schnell runtergehen. Ja! Halt! Wartet! Wartet nicht so! So, hat jeder von euch ein Würstchen oder ein Stockbrot? Ja, klar, danke. Ihr könnt auch gerne noch Ketchup und Senf haben. Und hier ist köstlicher rote Beete und Brokkolisalat auf dem Tisch, wenn ihr welchen möchtet. Lars, seit wann isst du denn rote Beete und Brokkolisalat? Seit genau jetzt. Wer mag denn bitte Tofu-Würstchen? Hey, guckt mal, mein Schwert. Ich werde damit jeden Geist in die Flucht schlagen. En garde! Hey, pass doch auf! Oh. Huch? Dein Schwert ist eine Würstchenschleuder. Sehen wir nach, wo es gelandet ist. Ich komme. Ich auch. Ich bin hier. Denn hingeflogen? Hm.
Hallo? Mau? Mau? Mau, bist du das? Mau? Mau, warte, warte, komm her. Ah, hä? Was? Wer bist du denn? Süß. Lass ihn in Ruhe! Ich bin hier oben, du Baby. Gib mir sofort Oscar. Und wer bist du? Gib ihn mir, sonst beißt er dich noch. Ich weiß, wie man mit Tieren umgeht. Ich habe einen Kater. Ich wollte auch eine Katze, aber meine Mutter ist allergisch dagegen. Jetzt habe ich Oscar. Und Oscar darf hier einfach frei herumlaufen? Dachtest du, ich habe im Baum Blätter gezählt? Ich passe schon auf ihn auf. Ein Waschbär, der ist ja cool. Oh, der ist ja süß. Darf ich ihn streicheln? Luca! Oh, Babykacke. Mama! Was? Was macht Oscar hier draußen, Luca? Du weißt, ich will nicht, dass er frei herumläuft. Bring ihn ins Gehege, aber schnell. Mama, ich... Bring ihn weg, und zwar sofort. Babykacke. Sowas will ich nicht hören, Luca. Kommt schon, geht lieber wieder zum Feuer. Eure Würstchen verkohlen gerade. Tschi! Gesundheit, Frau Weingärtner. Danke. Kommst du, Conny? Ja. Ach ja, schon seltsam. Das ist das erste Mal, dass ich ohne Mau im Bett schlafe seit einer Ewigkeit. Was der kleine Wuschelkopf wohl gerade anstellt. Oh, Mau, ich wünschte so, du wärst hier. Was für ein herrlicher Abend, Lennart, diese Ruhe. In der Stadt vergisst man fast, dass es so unglaublich viele Sterne gibt. Das stimmt. Und wenn du eine Sternschnuppe siehst, hast du einen Wunsch frei. Einen Wunsch? Ja. Was würdest du dir wünschen? Ebenso stark wie ein Ninja zu sein. Was ist mit dir, Lennart? Ich denke, wir sollten lieber reingehen. Okay? Lennart! Seid ihr noch wach? Ist jemand hier? Ritter Kuno? Oh, Conny, so ein Blödsinn. Das ist nicht Ritter Kunos Geist. Das war sicher der Wind. Hä? Lars? Machst du gerade diesen Quatsch? Hallo? Ist das... Mau? Mau! Was machst du denn hier? Oh, Mau, du Frechdachs, komm her! Oh nein, 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 Mau! Lass das! Mau, oh Mau, du hast mich total erschreckt. Ich habe hier nichts gesehen. Rein gar nichts ist über euch rübergesprungen. Ist alles okay?
Jap, jap, na klar. Hä? Ein tanzender Pferdeschwanz. Jetzt schlaf ruhig weiter. Wie bist du hierher gekommen? Und was soll ich jetzt bloß mit dir machen? Du darfst doch gar nicht hier sein. Mau, das ist eine super Idee. Aber was soll ich denn jetzt mit dir machen, Mau? Niemand darf wissen, dass du hier bist. Alle werden denken, ich hätte dich mitgebracht. Sie schicken uns nach Hause und Mama und Papa werden mega sauer sein. Und wieso bist du mir denn überhaupt gefolgt? Ja, miau, miau, miau. Das ist alles, was du sagst. Ich verstehe dich ja, du Frechdachs. Aber niemand darf dich hier sehen. Hast du gehört? Niemand. Du Schmusekater. Stopp, hopp, hopp, stopp, hopp, hopp. Der Frosch, der Dachs, die sind so fit. Das Ryan, der Fuchs, die singen mit. Stopp, hopp, oh ja, hopp. Ich verstehe. Hallo. Stadtkinder. Was ist denn, Luca? Mama! Komm schnell! Es wurde schon wieder was gestohlen! Was? Oh nein! Was ist es diesmal? Ein Ring! Oh nein! Ist gut, ich komme! Jetzt. Mau? Mau! Conny, Frühstück. Guten Morgen. Wo hast du dich versteckt? Oh, ich war auf dem Dachboden. Dort habe ich geschlafen, weil Lars schnarcht wie ein Brummbär. Ich? Wirklich? Komisch. Hab ich gar nicht gehört. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen. Hab ich das nur geträumt oder ist heute Nacht wirklich jemand auf uns rumgeturnt? Ja, das hab ich auch gemerkt. Ich auch. Sicher war es der Geist vom Ritter Kuhn. Ich hab gehört, wie er gesagt hat. Ich bin Ritter Kuno. Wo ist Lena? Mama. Du hast versprochen, dass Oskar nicht mehr frei herumläuft. Tut er auch nicht. Oskar ist im Gehege. Und von wem stammt die Schweinerei im Garten? Alle Eier sind kaputt. Es würde mich nicht wundern, wenn Oskar auch den Ring gestohlen hat. Was? Niemals! Oskar würde sowas nie tun. Warum auch? Geh raus und putz Tisch und Bank, bevor sich noch jemand seine Sachen einsaut.
Babykacke. Bitte und danke, Luca. Los! Vielleicht ist Oskar doch besser im Tierpark aufgehoben. Was? Hallo? Ja? Ist bei dir alles okay? Ja, ja. Alles ist gut. Hallo, Hanne. Ist alles soweit in Ordnung? Ja, vielen Dank. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Was ist denn passiert? Ach, das übliche Chaos. Gerade hat Lukas Waschbär frische Eier zerdeppert. Und außerdem verschwinden hier immer wieder Dinge. Letzte Woche eine Kette, heute ein Ring. Gestohlen? Es ist kaum zu glauben, ich weiß. Ich meine, welcher Dieb verirrt sich denn schon hier in diese Gegend? Nein! Hä? Nein, ich glaube nicht, dass Waschbären Ringe stehlen. Wo ist denn Oskars Stall? Wir könnten dort nachsehen. Hinter den Brombeerbüschen, gleich neben dem Hühnerstall. Guckt es euch gerne an, aber öffnet das Tor nicht allein. Oh, ich würde nicht mal im Traum an sowas denken, ohne Erlaubnis von Erwachsenen. Ich komm mit. Ich auch. Okay, dann los. Aber erst Zähne putzen, wir wollen gleich zur Bärenhöhle. Putzt für uns mit. Für mich auch. Hattest du etwa gerade was von Bärenhöhle gesagt? Der sieht aus wie eine wilde Katze. Naja, so wie aus einem Trockner. Also ich sehe mich hier mal um. Aber du wolltest doch zum Gehege. Jetzt will ich mich erst umsehen. Conny, was ist los mit dir? Seit der Busfahrt bist du echt seltsam. Komm schon, sag's mir. Wir sind doch deine Freunde. Wenn ihr schwört, dass ihr keinem was verratet, vor allem nicht Hanne und Lennart. Okay. Ich schwöre, was nachts auf euch herumgehüpft ist, das war kein Gespenst. Dann warst du das? Ach Quatsch, Mau. Mau? Wie dein Mau? Also Miau-Mau? Wie ist er hergekommen? Na wie wohl, Conny hat ihn mitgebracht. Nein, das ist nicht wahr. Er ist wohl bei der Abfahrt in den Bus gesprungen. Das würde mir aber niemand glauben. Boah, das gibt bestimmt Ärger. Dann verstecken wir ihn.
Wir müssen den Streuner erstmal finden. Ich habe echt keine Ahnung, wo er jetzt steckt. Hab keine Angst. Zusammen finden wir ihn sicher. Wirklich? Na klar. Was würde ich nur ohne euch beide machen? Dafür hat man Freunde. Gut, Leute, los geht's. Suchen wir. Okay, gut. Zusammen schaffen wir das. Ja. Ja! Mau? Mau, wo steckst du? Flauschi, Mauschiputz, süßer Fratz. Ich hab hier Leckerlis. Hol sie dir. Mau. 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 Hey, du. Was machst du hier? Ich wollte nur Oskar besuchen. Oskar, geht dich überhaupt nichts an. Das ist mein Revier. Warum bist du denn immer so ätzend? Kannst du vielleicht auch mal nett sein? Wieso sollte ich nett sein? Nächste Woche seid ihr eh wieder weg. Dann werden die nächsten Gäste kommen. Und die bleiben auch nur eine Woche. Hast du gar keine Freunde? Wozu sollte ich Freunde haben? Ich hab doch Oskar. Mein Kater heißt Mau. Vorsicht, das Tor! Er darf nicht raus! Oh. Luca, ich weiß, dass Oskar das mit den Eiern nicht war. Was? Und woher weißt du das? Wer war es dann? Kann ich dir nicht sagen. Dann hast du sie wohl zerdeppert. Ich? Nein! Dann sag's mir, wer war's? Meine Mutter ist mega sauer auf Oskar. Sie gibt ihm an allem die Schuld. Simon, Anna, Conny, wir wollen zur Bärenhöhle. Also, wer war's? Ich muss los. Du weißt doch echt gar nichts. Du machst dich nur wichtig, denn alle lieben ihre Conny. Nein, gar nicht. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Warte, Conny. Willkommen hier in den goldenen Höhlen. Hallo, Herr Polder. Hallo, Herr Polder. Nun, wer von euch war schon mal in so einer Höhle? Ich nicht. Ich schon. In einer Tropfsteinhöhle. Großartig. Tropfsteine haben wir hier auch. Und noch etwas ganz Besonderes. Früher lebte eine Bärenfamilie hier. Wow. Wow. Höhlenbären? Die sind dort aber nicht mehr, oder? Nein, die sind schon längst ausgestorben. Aber es gibt noch Spuren von ihnen. Also, auf geht's. Aber seid bitte vorsichtig. Diese Säulen sind über Jahrtausende gewachsen und sind sehr, sehr empfindlich. Also, nicht anfassen. Oh, in dem Fall sollten wir besser umkehren, bevor noch was kaputt geht. Ja? Nein? Oh, wow. Seht euch die Farben der Steine an. Die Steine wachsen vom Boden hoch und von der Decke runter. Ja, wie Zähne. Hey, Lennart, wir laufen in dem Maul von einem riesigen Höhlenbären. Oh, lustig, Lars. Ist nett hier. Herr Paul.
Leopolda, gibt es hier irgendwas Cooles von Bären zu sehen? Knochen, sogar ein ganzes Skelett und Fußspuren. Und die sind genau hier. Wow. Also früher war der Boden hier viel weicher. Wenn Tiere oder Menschen darauf traten, hinterließen sie Fußabdrücke, die dann im Laufe der Jahrtausende hart wurden. Fast wie bei deiner Knete, Anna. Die habe ich hier. Mega! Unglaublich! Conny ist ein Höhlenbär. Nö. Nun, Kinder, hier gibt's aber noch viel mehr zu sehen für euch. Folgt mir! Wo ist das Laken? Oh nein, Heuschnupfen. Was denn? Habe ich jetzt auch noch Schluck auf? Was? Mein Bettlaken wandert? Oskar! Das? Luca? Luca Weingärtner, komm sofort hierher! Und das hier, Kinder, ist ein echtes Skelett von einem echten Höhlenbären. Das ist ja wirklich echt. Das ist ja unglaublich. Krass. Wow. Wahnsinn. Früher lebten sogar Menschen hier. Nicht mit den Bären natürlich. Das wäre bestimmt auch schief gegangen. Zum Glück ist er gestorben. Was ist das? Der Bär! Der Höhlenbär ist hier! Oh nein. Babykacke! Alle ruhig bleiben. Wir gehen einfach weiter zum Ausgang. Und ich werde darauf aufpassen, dass keiner gefressen wird. Folgt mir im Gänsemarsch. Wow, ich habe immer noch Gänsehaut. Ja, das war unheimlich. Na, dann spiele ich mal was Schönes. Nein, danke. Semira, mach's vielleicht etwas später. Naja. Psst. Hey. Wie war der Ausflug, hä? Gruselig. Wirklich? Wieso? Was ist denn passiert? Wollte euch der böse Höhlenbär etwa fressen? Das warst du! Na, wer ist jetzt unfreundlich? Du bist gemein. Dann sag, wer das mit den Eiern war. Es Luca? War... Luca, wo warst du? Oh, Babykacke. Was habe ich jetzt getan? Das hat Oskar angerichtet. Erst das Rührei im Garten, jetzt das zerrissene Laken. Das war nicht Oskar, Mama. Das würde er nie tun. Ich habe ihn dabei erwischt. Aber ich habe ihm erst gestern die Krallen geschnitten. Ich bin mir... Luca, es reicht mir. Ich frage im Tierpark nach, ob sie ihn nehmen. Mama, bitte nicht. So geht's nicht weiter, Luca. Oskar findet im Tierpark sicher viele Freunde. Das kannst du nicht machen. Oskar ist mein einziger Freund. Wir sind kein Zoo. Oskar hat vermutlich auch den Schmuck gestohlen. Komm schon, Conny. Lass uns gehen. Warte, Frau Weingärtner. Das mit den Eiern und dem Bettlaken, das war nicht Oskar.
Das war mein Kater Mau. Ich wollte ihn nicht mitbringen, aber er ist mir gefolgt und... Es ist wirklich total lieb von dir, dass du Luca helfen möchtest. Aber wenn hier eine Katze herumlaufen würde, dann müsste ich ständig niesen. Aber Frau Weingärtner, es ist wahr. Liebes, hör zu, das ist unmöglich. Meine Allergien täuschen sich nie. Laut Vorschrift ist das Mitbringen von Haustieren bei uns nicht gestattet. Und Gäste, die dennoch ein Haustier mitbringen, müssen sofort abreisen. Was? Immer dasselbe. Erwachsene glauben nur Erwachsenen. Komm schon, Conny, auf zur Mühle. Ich habe wirklich einen Bärenhunger. Entschuldigt bitte. Wohnt hier eine Familie Weingärtner? Ja, genau. Gut. Ich soll hier für unseren Streichelzoo einen Waschbären ansehen. Ihr wisst nicht zufällig, wo der ist, oder? Jein. Ah, ich habe Sie schon erwartet. Oskar ist hier hinten. Hallo, Frau Weingärtner. Hallo. Danke. Wir wollen sicher gehen, dass Oskar für den Streichelzoo überhaupt geeignet ist. Darauf legen wir größten Wert. Oh, er ist fromm wie ein Lamm. Und doppelt so kuschelig. Er ist einfach zum Liebhaben. Das wäre ideal. Ja. Lecker, Frau Weingärtner. Mhm. Vielen Dank, Simon. Das freut mich. Hat jemand mein Armband gesehen? Mhm. Ich hab's auf die Fensterbank gelegt und jetzt ist es weg. Ist das wirklich? Oh nein, Schatz. Was sagst du da, Laura? Mein Armband ist weg. Einfach verschwunden. Oh, Laura. Wie ist das denn passiert? Also, es war niemand im Zimmer außer mir. Das Armband lag auf der Fensterbank und ist jetzt weg. Vielleicht war jemand am Fenster. 100 pro war das der Geist von Ritter Kuno. Das Armband habe ich von Oma. Mein schönstes. Ach, Laura, vielleicht ist es aus dem Fenster gefallen. Komm mit, Laura. Suchen wir es mal zusammen. Sagt Bescheid, wenn ihr es nicht findet, ja? Wer von euch möchte mir heute in der Küche helfen? Vielleicht Conny und Anna? Na klar. Wir müssen Mau dringend einfangen, bevor er noch mehr Mist baut. Wo steckt er bloß? So, fertig. Ich finde, jetzt naschen wir schon mal Kuchen. Gut gemacht. Danke, Frau Gärtner. Schmeckt lecker. Ist alles in Ordnung? Du siehst aus, als würdest du einen Geist sehen. Frau Weingärtner, ja? Mein Kater. Bitte, Conny. Ja. Wenn hier wirklich eine Katze wäre, dann würde die schneller im Tierheim sein als irgendein... Ich glaube, ich krieg eine Erkältung. Und nun? Ins Bett. Okay, ist klar. Gute Nacht. Komm! Stadtkinder. Wir wissen, wo Mau ist. Habt ihr ihn eingefangen? Nee, das hat Frau Weingärtner übernommen. Echt krass. Sie hat Mau in der Speisekammer eingesperrt, ohne es zu wissen. Ich wünschte, mich würde mal jemand in die Speisekammer einsperren. Dann wird sie ihn morgen früh finden. Es darf auf keinen Fall passieren. Und wenn doch, dann bringt sie ihn bestimmt sofort ins Tierheim. Wir müssen ihn da rausholen. Heute Nacht. Ich bin dabei. Heute Nacht? Ja, heute Nacht. Ja! Seid leise.
schleichen die hier rum? Ich verstehe das einfach nicht, Lennart. Bin ich jetzt auch gegen Waschbären allergisch? Die Tür war doch gerade noch zu, oder irre ich mich? Ist nix. Jetzt macht euch auf was gefasst. Oh, bestimmt ist Oskar schuld an der Nieserei. Wenn's mir nicht gut geht, trinke ich immer eine frische Tasse Tee. Soll ich noch eine holen? Nein, Lennart. Danke. Es ist schon spät. Ich gehe lieber hoch und leg mich schlafen. Oh ja, eine gute Idee. Was ist das? Das ist ja seltsam. Vielleicht war das Ritter Kuno, der hier mit Steinchen ein bisschen Fußball spielt. Macht er sowas nachts? Au. Oh nein. Was ist passiert? Er hat den ganzen Kuchen gefressen. Er wäre hier morgen als Kugel rausgerollt. Oh, Mau, du solltest doch lieb sein und keinen Quatsch mehr machen. Dann los, wir müssen ins Bett. Hast du jemals Fußball gespielt, Lennart? Ja, eigentlich spiele ich noch immer. Schnell vorbei. Naja, im Internet. Sicher äußerst spannend. Ich muss jetzt ins Bett. Bleibst du noch hier? Nein, ich bleib sicher nicht allein hier. Ich meine, ich muss morgen ausgeschlafen sein für die lieben Kinder. Du glaubst doch nicht ernsthaft an Geister, Lennart, oder? Ich? Auf gar keinen Fall. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich habe keine Angst vor Dunkelheit, vor Geistern, gruseligen Geräuschen oder Türen, die einen Spalt offen stehen. Sch! Oh, out! Simon! Psst! Hast du das gehört? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Das war die falsche Antwort. Da ist jemand in den Kostümkammern. Und wenn dieser jemand lieber seine Ruhe hätte? Du weißt schon. Lennart, hier sind keine Geister. Ja, klar. Weiß der Geist das auch? Hä? Sie kommen rein. Lea. Verstecken. Hier ist nichts. Bestimmt nebenan. Was war das? Hab ich euch. Wow, ist das eine Katze? Katamau ist das. Was? Dann ist der an allem schuld. Er ist mir gefolgt. Aber verrat es keinem. Aber Mama macht Oskar für alles verantwortlich. Hallo? Mist. Ist da jemand? Ah. Oh. Ah, diese ewig verklemmte Tür. Lassen wir es lieber. Hallo? Los, verstecken! Entschuldige bitte. Ah, oh. Lennart! Oh. Oh. Puh, da war ein Geschrei. Wirklich? Hab ich auch gehört. Ach so, du meinst ein anderes Geschrei. Entschuldigt. Ist irgendjemand hier? Ja, ich doch. Oh. Lennart!
Was passiert da draußen? Kommt, Ritter Kuh! Raus hier! Wo geht's denn hier raus? Kann mir jemand helfen? Oh, ich schwöre, ich werde Conny, noch mal meinen Brokkoli essen und weniger Computer spielen! Lennart! Babykacke. Psst. Hab ich dich? Was in aller Welt? Die gehören eindeutig nicht dem Ritter Kuno. Luca. Also, dein kleines Kätzchen hat das Laken zerrissen. Mein Kater. Und er war auch das mit den Eiern. Und hat den Kuchen gegessen. Ups. Welchen Kuchen? Den Käsekuchen? Ups, verraten. Den Schmuck hat er dann sicher auch geklaut. Mau würde sowas nie tun, Luca. Du musst ihn meiner Mutter zeigen. Und erzähl ihr das von Mau. Das habe ich ja, ganz ehrlich. Aber sie glaubt mir einfach nicht. Und außerdem ist Mau wieder abgehauen. Sie hat gesagt, sie würde ihn ins Tierheim bringen. Das wäre nur fair, wenn mein Oscar in den Tierpark kommt. Ja. Dann fangen wir doch den Schmuckdieb. Wenn das klappt, behält deine Mutter Oscar und Mau sicher hier. Das ist echt die Idee, Simon. Aber wie sollen wir ihn finden? Wir suchen ihn alle zusammen. Und wie viele Belohnungsstempel gibt's dann dafür? Stempel! Ja, genau! Anna, wo ist deine Knete? Hier. Mal sehen. Lauras Armband wurde am Fenster oben im Schlafsaal gestohlen. Also wird der Dieb dann sicher ein Tier sein, das sehr gut klettern kann. Deshalb denkt Mama auch, es sei Oscar. Genau. Darum nehmen wir einen silbernen Köder und legen ihn auf die Knete. Wenn der Dieb kommt, haben wir seine Abdrücke und können ihn schnappen. Ja, cool. Genau. Ja. Ja, könnte klappen. Gut. Ich bewache dann die Falle. Nee, das mach ich. Immerhin beklaut der Dieb doch unsere Gäste. Okay, wir sollten jetzt mal schlafen. Ich bin weg. Luca? Danke, dass du Mau nicht verraten hast. Du gemeiner Dieb. Oh, Babykacke. Komm zurück, Mau. Was ist denn jetzt? Mit ihrer blöden Katze. Na, warte, dich krieg ich schon. Was ist hier los, Luca? Ich hab ihn, Mama. Den Dieb. Was redest du denn da schon wieder? Der Dieb, der das Armband geklaut hat und den Ring. Luca? Wirklich? Was hattest du gestern Nacht in der Kostümkammer zu suchen?
Ich. Wir. Wir? Oskar war wieder dabei, oder? Ich war's, Mami. Soll das heißen, du hast Oskar wieder aus dem Gehege geholt und in der Kostümkammer ein komplettes Chaos verursacht? Frau Weingärtner? Ich war dabei. Wir wollten nur... Also, es war mein Kater Mau und nicht Oskar. Das macht keinen Sinn. Ihr veräppelt mich doch. Luca, du badest Oskar noch mal, bevor er heute vom Tierpark abgeholt wird. Hm. Und Conny, wir werden uns jetzt mal mit Hanne und Lennart unterhalten. Los, komm. Tut mir leid, aber ich glaub dir kein Wort, Conny. Ich verstehe, dass du deinem neuen Freund Luca helfen wolltest, aber in der Kostümkammer so ein Chaos anzurichten. Conny, tut mir leid, aber du darfst nicht mit. Du bleibst hier und wirst Martha helfen, während wir die Burg besichtigen. Wir müssen los. Herr Polder wartet bestimmt schon bei der Burg auf uns. So, ich fahre jetzt zum Supermarkt. Du hilfst Martha mit dem Abwasch. Nein, warte. Zuerst räum die Scherben weg. Aber schneid dich nicht. Hä? Frau Weingärtner! Frau Weingärtner! Frau Weingärtner, warte! Luca! Luca! Oh, alles okay? Mau, Oskar, was macht ihr denn da? Tja, die beiden verstehen sich toll. Wie zwei echte Freunde. Komm runter, Luca, schnell! Ach, verschwinde, Conny. Sie werden mir Oskar wegnehmen, nur deinetwegen. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, wer die Sachen gestohlen hat. Ich auch. Deine blöde Katze. Oh, er ist ein Kater und es war nicht Mau. Ich kann's beweisen. Vogelspuren? Diese Feder habe ich bei den kaputten Eiern gefunden. Eine Feder von einer Elster. Und das da ist bestimmt ihr Fußabdruck. Genau, Elstern lieben alles, was glänzt. Sie hat deinen Ritter geklaut. Der Tierpfleger vom Streichelzoo kommt gleich, um Oskar abzuholen. Wir müssen die Elster rechtzeitig finden. Oh. Aber wie kriegen wir raus, wo die Elster ihr Nest hat? Nur mit Hilfe des einzigen Zeugen, der den Dieb schon mal fast erwischt hätte. Toll! Was macht der da? Warte, Mau! Hä? Ja! Los, ihm nach, Luca! Hey, wartet, Conny, Luca! Ihr dürft doch überhaupt nicht weg! Eine Katze? Seltsam, was ist das? Wo ist sie? In Deckung! Sie dürfen uns nicht sehen! Was macht die da? Sie fliegt um den Turm herum. Ich wette, sie will zu ihrem Nest. Wir müssen uns beeilen. Der Tierpfleger kommt bald. Aber wir dürfen hier überhaupt nicht sein. Hast du das vergessen? Sonst schicken sie mich nach Hause und Mau kommt ganz bestimmt in ein schlimmes Tierheim. Und du kriegst Hausarrest für 1000 Jahre. Oder noch länger. Wir kommen so vielleicht nicht rauf. Aber wenn sie jemand verjagt, kannst du das Nest suchen. Jemand? Was? Wart's nur ab. Verehrtes Burgfräulein. Hä? Guckt mal, da hinten. Da ist die Mühle.
Conny ist da irgendwo. Und schrubbt die Teller. Arme Conny, das ist unfair. Kommt bitte alle mal her. Herr Polder erzählt uns jetzt ein bisschen mehr. Nun, zur damaligen Zeit war dieser Turm überaus wichtig für Ritter Kuno. Von hier oben haben seine Wächter die ganze Umgebung beobachtet. Vor allem ließ er die Bauern und ihre Felder kontrollieren, damit ihn keiner vorhaut. Er fürchtete ständig zu wenig ihre Ja, Ritter Kuno war überhaupt sehr misstrauisch und hatte Angst, dass jemand seine Beute irgendwie stehlen könnte. Seine Schätze. So, jetzt seht ihr, wie wichtig so ein Bergfried für Ritter Kuno war. Was scheppert denn da so? Vielleicht sammelt da ja jemand Blechdosen. Er konnte immer sehen, was kommen würde. Naja, es sei denn, er konnte nicht sehen, was kommen würde. Was ist das denn? Verschwindet hier! Oder ich verfolge euch bis in alle Ewigkeit! Wer ist denn das? Na, ich schätze, dass Ritter Kuno nicht so ein kleiner Pupsi war. Nun ja. Zieht davon, ihr elendigen, unartigen Kreaturen! Was? Ritter Kuno trägt ja Sneaker. Cooler kleiner Pupsi. Wow. Oh, Babykacke. Los, auf ihn! Ja, los, genau. Auf ihn! Ja! Los, ja! Ja! Der kommt uns nicht! Los! Doch, lasst ihn, Kinder. Lennart, komm schon. Hanne, ich hab nicht die Absicht, Geister zu jagen. Die es gar nicht gibt, so viel ich weiß. Na, schön. Das ging schief. Schnell, Luca, weg hier. Bella! Ja. Nein, hab sie! Oh, Babykacke. Versteck dich, Conny. Ich werde sie weglotsen. Da ist der hinter Bella. Ich bin jetzt da. Lass mich ihn. Lass mich durch. Oh, Babykacke. So eine Rüstung ist echt cool. Ich hätte runtergefallen. Ich hätte sie zu Schnee getragen. Da hinten ist der. Ist das Mau? Verschwinde! Zuerst an diesen Ritter Kuno. Hey, du, steh auf. Sei vorsichtig, Hanne. Ritter Kuno ist eine Katze? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Luca! Das ist gar keine Katze, das ist ein Kater. Ah!
schaffe ich das. Oh. Ich schaff's doch. Für Luca, Oscar und besonders für Mao. Das doch nicht. Ich schaff das wirklich nicht. Ich schaff das nicht. Das war's. Was ist das? Dass du nicht weit sein kannst, wenn Mao sich hier als Ritter verkleidet. Seht ihr, Luca und Hanne? Die Elster ist der Dieb. Deshalb sollten wir uns beeilen, damit Oscar nicht weggebracht wird, oder? Ja. Wir müssen los. Bitte, beeilen wir uns. Na dann. Mama! Wir wissen jetzt, wer Lauras Armband gestohlen hat. Alles ist wieder da. Der Wo warst du? Wir mussten unbedingt... Und solltest du nicht in der Küche helfen? Bitte, Mama, was sollten wir tun? Wir mussten beweisen, dass Oscar nicht der Dieb war. Oscar hat auch nicht die Wäsche zerrissen und die Eier zerdeppert. Das war mein Kater Mau. Dein Kater? Jetzt macht das Ganze auch Sinn. Und Oscar hat gar nichts getan, Mama. Nein, wirklich nicht. Aber Luca, der Tierpfleger vom Streichelzoo, war schon das hier. Das darfst du nicht machen. Das ist unfair. Ich hab nicht aufgepasst, als Mao mir gefolgt ist. Er ist mein Kater. Du kannst nicht Oscar von Luca... Conny, Süße. Der Mann vom Streichelzoo war hier. Aber Martha hat mir das gezeigt. Die Falle. Also habe ich den Tierpfleger wieder weggeschickt, ohne Oscar. Mein Schatz. Der kleine Halunke sitzt im Käfig da vorne und wartet auf all seine neuen Freunde. Danke, Mama. Oscar darf bleiben. Danke, danke, danke. Ihr seid mir wirklich ein paar tolle Detektive. Und ich beschuldigte Oscar. Es tut mir so leid. Er ist doch auch mein Kumpel. Ja, im Ernst, ich war wirklich unfair. Gesundheit vorbei, ja. Oh, Babykacke. Vorsicht, die Teller. Endlich sehen wir wirklich mal einen Geist. Lennart, um das Geschirr kümmern wir uns morgen. Aber jetzt werden wir eine Party feiern. Juhu! Schön, dass ich dich wieder hab, Mao. Hey, wie geht's dem Ausreißer? Naja, im Moment kann er nichts ausfressen. Wie geht's Oscar? Der wird jetzt echt mega verwöhnt. Er hat schon eine extra Portion Futter gekriegt. Vielen Dank für alles, Conny. Bist eine echte Freundin. Jetzt ist Partyzeit! Ja. Mega!